Wer hat 1507 den neu entdeckten Kontinent zum ersten Mal Amerika genannt? A. Amerigo Vespucci, B. Martin Waldsee, Müller, C. Christoph Kolumbus, D. Peter Stäubel. Das alte Wasserratte, muss ich das wissen. Warte mal. Chef, da war eben so ein Herr Dünnbier am Telefon. Theo Dünnbier? Lass mich ja mit dem Kerl in Ruhe. Nee, der wollte eigentlich melden, dass da so ein terroristischer Anschlag geplant ist. Ich wollte nur wissen, ob ich jetzt die Antiterrororganisation oder die Antiterrorabteilung vielmehr, also... Noch 10 Sekunden. Ja, Moment, das liegt mir auf der Zunge. Amerika wurde nach dem Seefahrer Amerigo Vespucci getauft. Aber das war der nicht selber. Drück. Sein deutscher Kartograf Martin Waldseemüller. Stimmt. Hat aber leider keine Sau mehr gehört. Yeah.